gentile San Vitesi, mie chiare signore e signori. Freundschaft ist nicht nur ein köstliches Geschenk, sondern auch eine dauernde Aufgabe. Das Geschenk wahrer Freundschaft zwischen Staffel und San Vito gilt seit nunmehr mehr als 40 Jahren. Freiheit, das ist ein europäischer Grundwert, bildet das Fundament der geistigen Kultur der Einheit Europas. Die Städtepartnerschaft zwischen unserer beiden Städte dokumentiert in meinen Augen aber mehr. Sie dokumentiert sehr eindrucksvoll, dass trotz der großen Distanz eine grenzenlose Freundschaft Bestand hat und Sprache nur eine, aber nicht die ausschließliche Kommunikationsform sein muss. Gentili signore e signori, San Vitesi, amici di San Vito e del pubblico, l'amicizia non è soltanto un dono, bensì anche un impegno che continua ad essere profuso tra le due nostre cittadine da 40 anni. La libertà è un valore che si riesce a raggiungere con tanta fatica, un valore che in ogni caso è intrinseco nella nostra cultura europea. Il gemellaggio è qualcosa di più, è qualcosa che unisce le distanze, nonostante le nostre cittadine siano distanti dal punto di vista geografico e anche linguistico, tuttavia si è riusciti in questi 40 anni a portare avanti questa amicizia e questo gemellaggio, nonostante queste difficoltà. Ja, der Autor Antoine Saint-Exupéry sagt es bereits im Buch Der kleine Prinz. Man sieht nicht nur mit dem, Herzen, das Wesentliche zu den Augen und unsichtbar. Mit großer Freude und auch Stolz feiern wir heute, wie gesagt, die 40-jährige Städtepartnerschaft zwischen San Vito al Tagliamento und der Stadt Stadion. Eine wertvolle Verbindung. Dieses Versprechen hat bereits über diese lange Zeit Bestand und wird nicht allein gefeiert, sondern wir wollen heute auch gleich dokumentieren, dass wir diese Freundschaft, diesen Bund sozusagen wieder neu aufleben lassen wollen und ihm neues Leben einfordern wollen. Ich stehe heute vor Ihnen, um ein besonderes Jubiläum zu feiern. Wir stehen heute hier, dieses besondere Jubiläum zu feiern. Die 40-jährige Städtepartnerschaft zwischen Stadtlohn aus Deutschland und San Vito al Tagliamento in Italien. Es ist eine Zeit, um zurückzublicken und zu reflektieren, wie weit wir gemeinsam gekommen sind. Come disse l'autore François Exupéry del Piccolo Principe, non si vede bene se non con il cuore. Io sono profondamente soddisfatto e molto fiero di questa quarantennale amicizia e di questo partenariato e gemellaggio tra le nostre due cittadine. Ciò che unisce le nostre due città e le nostre due realtà lo vogliamo documentare oggi, proprio in questo preciso istante, ed è un momento molto importante in cui noi possiamo guardare a ciò che è stato fatto nel passato, possiamo guardare indietro a chi ci ha preceduto. Der Ursprung dieser Städtepartnerschaft liegt schon im Jahr 1972. Ich war damals 2 Jahre. Callisto Baynard, der Besitzer der Eisdiele Cortina in Stadtrum, hat den Grundstein für diese besondere Beziehung gelegt. Er kam hier aus der Region, er lief den Stadtrumer Kirchenchor zu einem Aufenthalt in seine italienische Heimat Val Sassone ein, bei dem ein enger Kontakt zwischen dem Chor, ich hoffe, ich will es ganz richtig gehen, und die Publika Italiana Jacopo Pomagini. Und dem Kirchenchor in Stadtburg. Das führte zu regelmäßigen Kontakten zwischen den Chören. Später entstanden auch enge Verbindungen zwischen weiteren Vereinen, Sportmannschaften, Musik- und Jugendgruppen sowie auch Schützenvereinen des St. Georgius. Aber eines hatte vor allem Bestand: enge freundschaftliche Beziehungen zwischen den Menschen, ja, und sogar auch zwischen Familien, die wir eben gehört haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. L'origine di questo gemellaggio è da ricondursi a un bel po' di anni fa,
ovvero al 1972, quando io avevo solo 2 anni. E dobbiamo ringraziare il signor Callisto Beinat, che con la sua gelateria Cortina, che ha creato con le sue mani nella città di Stadtlohn, ha posto la pietra miliare per creare e portare avanti questo gemellaggio. All'inizio si è trattato appunto di un gemellaggio tra due cori della città di Barbasone, la sua città natale, tra la policlinica friulana Jacopo Tomatini e il Santo Triacoa di Stadtlohn, di cui lui faceva parte. Successivamente i contatti tra i due cori sono proseguiti e si sono succeduti, e non ci sono stati soltanto i contatti tra questi due cori, bensì tra altre associazioni, associazioni sportive e anche di altro tipo. Pertanto questa amicizia ha continuato a approfondersi nel tempo e ad arrivare fino ad oggi. Ja, beide Gründerväter dieser Partnerschaft, sowohl auf deutscher Seite als auch auf italienischer Seite, Callisto Beinat und Norbert Hengzin, sind leider im letzten Jahr verstorben. Sie schauen uns aus dem Himmel wahrscheinlich zu und freuen sich, dass wir heute hier diesen Geburtstag der Städtepartnerschaft feiern. Es hat sage und schreibe über 10 oder ich glaube knapp 11 Jahren gedauert, bis aus dieser initiierten Städtefreundschaft offiziell durch Ratsbeschluss eine Städtepartnerschaft erwachsen ist. Und das wurde im Januar 1983 sozusagen urkundlich besiegelt. Quindi mi sento di ringraziare in questa occasione il signor Callisto Beinat e Norbert Hengzin, che purtroppo sono mancati a poca distanza l'uno dall'altro negli scorsi anni. E sicuramente ci staranno guardando dall'alto e saranno contenti e molto fieri di noi per quanta strada abbiamo fatto insieme. Tuttavia vorrei ricordare che la storia del nostro gemellaggio è nata sì nel 1983, quando sono stati firmati i primi documenti e i primi accordi tra le due cittadine. Tuttavia si tratta di una storia che ha avuto una gestazione piuttosto lunga e risale circa 10 anni prima. Im April des Jahres 1983 hatten die damalige Städtepartnerschaftsurkunde Francesco Bianchi Cividale und Bernhard Horst auf deutscher Seite offiziell besiegelt. Im September 1986 wurde die Piazza del Stadtlohn in San Vito eingeweiht und wie wir eben gesehen haben, und ich möchte mich nochmal an dieser Stelle sehr, sehr herzlich dafür bedanken, für das neue Schild, das Sie auf der Piazza del Stadtlohn installiert haben. Wir haben uns sehr über diese kleine Verzögerung, bevor wir sozusagen auch uns auf den Umzug auf den Weg machen konnten, habe ich mich sehr darüber gefreut, und ich finde es als Kanzler eine sehr große Ehre empfunden, und insbesondere natürlich auch die ersten Worte der europäischen Hymne, die dann noch dokumentieren, dass der europäische Gedanke hier auch Einzug hält und unsere Partnerschaft beflügelt. Dafür, wie gesagt, sage ich nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ich denke, das sage ich auch im Namen unserer gesamten Delegation. Nell'aprile del 1983, con il sindaco di allora, Francesco Chimilò, dalla parte italiana, e Bernhard Horst, da parte tedesca, sono stati sottoscritti appunto i primi documenti che hanno fatto partire la nostra amicizia e il nostro gemellaggio. Successivamente, nel settembre del 1983, è stata inaugurata Piazzetta di Stadtlohn. E devo sottolineare che poco fa, prima di incamminarci e arrivare qui in teatro, ho sentito una profonda commozione. Sono stato davvero molto commosso dalla targhetta che abbiamo letto insieme e dalle parole che sono state apposte in questa targhetta: l'inno alla gioia, l'inno europeo, una poesia di Schiller su musica di Beethoven. Credo che non possa sigillare nient'altro se non questo 40° anno anniversario di profonda amicizia tra le nostre due cittadine.